Wie? Die Spur geht in mehrere Richtungen. Ich muss die richtige finden. Wohin führt mich diese... Die Spur führt hoch in das Gebäude. Okay, wohin? Die Spur führt in die Luftschächte. Was wollte Otto hier oben? Hier sollte eine Tür oder eine Zugangsluke sein. Warum komme ich da nicht rein? Jetzt. Hier hat er bestimmt seine Geheimbasis. Ah, gedämpftes Licht. Irgendwo muss doch ein Lichtschalter sein. Da. Es werde Licht. Wow. Hat Otto das hier als Rüstkammer genutzt? Im Chaos des Gefängnisausbruchs hätte er hier gut einziehen können. Yep. Was finde ich hier? Martin Lee. Das ist nicht mehr der Mann, den ich bei Feast kannte. Da! Otto nahm wohl Nachrichten für seine Jungs auf. Oh, Martin. Als mir klar wurde, dass du es die letzten Wochen auf Osborne abgesehen hattest, war ich schockiert und traurig. Aber dann fühlte ich mich nach und nach inspiriert. Du hast die tapferen Schritte unternommen, von denen ich nur träume. Und das ohne zu zögern. Ich bin geehrt, mit dir diesen Weg zu wahrer Gerechtigkeit zu gehen. Okay. Was finde ich hier noch? Da, Otto, da ist es. Otto und Lee kennen sich wohl schon weit länger, als ich dachte. Wie Vielen Dank. Wohl schon? Hinten ist nichts. Was finde ich hier noch, Leute? Okay, sonst finde ich hier nichts. Das war's dann. Ottos Wut treibt ihn an. Das neurale Interface spornt ihn an. Aber sein Hass ist echt. Er würde die Stadt zerstören, um Norman zu schaden. Was finde ich hier? Nichts? Da ist auch nichts. Da vielleicht finde ich was Neues. Da! Offenbar hat Otto Sable-Technologie auf Schwächen untersucht. Aber warum? Okay. Da. Norman. Egal wohin ich schaue, überall sehe ich sein Gesicht. Er lächelt für die Kamera, sammelt Orden. Und drückt mir weiter den Stiefel in den Nacken. Warum sieht sonst niemand, wie egoistisch er ist? Wie rücksichtslos, wie böse! Wenn ich ihnen nur den Norman zeigen könnte, den ich kenne. Den hinter der Maske. Okay. Schauen wir uns weiter um, Leute. Da kommt was Neues. Mac Gargan. Auch genannt Scorpion, auch genannt dieser durchgeknallte Irre. Ich sage das nicht oft, Mr. Gargan. Aber Ihre Schulden zu begleichen war kniffliger als gedacht. Ihre Gläubiger sind... anspruchsvolle Zeitgenossen. Aber sobald die Sache beim Wasserspeicher erledigt ist, sind die Verpflichtungen Geschichte. Otto Octavius ist ziemlich überzeugend. Leute, wisst ihr, was ich lustig finde? Warum hat er das alles aufgenommen? Was? Scorpion hilft Otto und kriegt dafür eine weiße Weste. Also weder Vorstrafen noch Spielschulden. Cool. Zumindest für ihn. Zumindest für ihn. Oh mein Gott, warum muss ich immer... Guter alter Rhino, mein zweitliebster Russe. Mein zweitliebster Russe. Wer ist der erstliebste? Otto hat ein Mittel entwickelt, das Rhino aus seinem Anzug befreit. Eine gewisse Regierungsbehörde hat das jahrelang nicht geschafft. Aber Otto brauchte nur Tage.
Cool für ihn. Alexei, ich habe deine Karriere interessiert verfolgt. Die Welt sieht dich als stumpfen Schläger. Ich sehe einen Krieger mit dem Herzen eines Dichters. Ich weiß, du willst dem Kampfanzug entfliehen, der dich einkerkert. Hilf mir bei meinen Zielen, dann ist die Freiheit dein. Okay, kann ich noch was finden hier? Nein. Das war's dann. Hey, da hat dir jemand gepennt? Der alte Vulture. Mit ihm hatte ich es hier am häufigsten zu tun. Von der Stromquelle für seine Flügel bekam er Krebs. Und Otto entwickelt ein experimentelles Heilmittel für ihn. Okay. Was finde ich da noch? Adrian, welch bittere Ironie, dass deine grandiosen Flügel deinem Körper so grauenhaft mitspielen. Zum Glück arbeitest du jetzt für mich. Wenn unsere Arbeit beendet ist, wird dich meine Behandlung heilen. Noch wirst du die irdische Verstrickung nicht lösen, mein Freund. Oh mein Gott, ja. Das mit seiner Krankheit verstehe ich jetzt nicht ganz genau. Aber ja, lassen wir es mal. Untersuchen wir auch die anderen Tische. Electro steht voll unter Strom. Electros großer Traum ist es, reine Energie zu werden. Doc hat seinen Anzug so modifiziert, dass er dem Ziel ein Stück näher kommt. Was finde ich da noch? Außer die Aufnahme. Max, ich hielt dich für verrückt, als du mir deinen Traum anvertraut hast. Reine Energie? Doch als ich mich näher mit dem Problem befasste, fand ich einen Weg, unser beider Wünsche zu erfüllen. Ich verspreche dir, wenn wir fertig sind, bist du reine Energie. Oder so nah dran, dass der Unterschied irrelevant ist. Okay. Was finde ich hier noch? Die Karte hier. Was ist das denn? Das ist wohl Ottos Planungskarte, aber sie ist leer. Sofern ich hier nicht etwas übersehe. UV-Licht? Hm, nichts passiert. Was passiert hier jetzt nicht? Warum passiert hier nichts? Ich glaube, ich weiß was. Wie kriege ich diese Lampe an? Okay, ich hab's verstanden. Geschafft. Versteckte Markierungen. Oh, verdammt. Otto hat den Schurken befohlen, Oscorp-Gebäude in der Stadt zu zerstören. Er will Normans Imperium Stück für Stück zerlegen. Lee soll sich das Teufelsatem-Antiserum holen. Mit etwas, das Icarus heißt? Keine Ahnung. Offenbar endet der Plan mit einem direkten Angriff auf Oscorp. Und wohl auch auf Norman. Was will Vulture auf dem Times Square? Ich muss wachsam bleiben. Electro zerstört Oscorp-Kraftwerke. Ja, das ergibt Sinn. Rhino soll zu den Gebäuden an der Küste. Welches greift er zuerst an und warum? Scorpion vergiftet wohl den Wasserspeicher der Stadt. Der gehört ebenfalls Oscorp. Und was mache ich jetzt? Einfach raus? So als wäre es nichts. Icarus, das ist es. Was? Hallo, Spider-Man. Na super. Wir wurden uns nie richtig vorgestellt. Ich bin Otto Octavius. Es gibt kein Icarus, oder? Nein. Martin braucht keine Hilfe, um das Antiserum zu sichern. Icarus war ein Trick, um dich in Position zu bringen. In Position? Oh, shit!
Octavius zu arbeiten. Notfallpläne für die Notfallpläne. Hey! Pete? Bist du okay? Was ist da los? Viel Verkehr! Hör zu! Lee will unbedingt das Antiserum. Wir müssen Oscorps Teufelsart im Labor vor ihm finden. Bin schon dabei. Ich sehe mir sämtliche Baugenehmigungen an. Wenn ein Labor dabei ist, werde ich es finden. Na toll! Okay, bis bald, MJ! Wird das jetzt so ein Bossfight gegen die beiden? Komm schon, befrei dich! Fehlgeschlagen? Hat ihn geschwächt. Zeit für Plan B. Teamwork ist wunderbar, oder? Unerreichbare Ziele werden erreichbar, wie Spider-Man zu töten. Das war beinahe herzerwärmend, Electro. Der Knast hat dir richtig gut getan, hm? Boom, boom, boom. Oh, shit. Wie? Du bist dran. Hey, Adrian, ich bin Spider-Man. Was soll dieses Gebrabbel? Keiner kapiert meine Witze. Unsere Fehde endet heute, Insekt. Boom. Fehde? Ich dachte, es wäre ein Geben und Nehmen. Mann, da habe ich echt was missverstanden. Oh, shit. Das war pures Glück. Boom, 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 boom. Spider-Man, ich muss dich vernichten. Das sagt ihr immer wieder, aber dann vernichte ich euch. Du hast meinen Witz kapiert. Damit versüßt du mir wirklich den Tag. Danke dafür. Mal im Ernst, es war schöner, als ihr Einzelgänger wart. Verblüffend, wie weit man mit Teamwork kommen kann. Was? Der Elan der Jugend, die Weisheit der Erfahrung. Eine gute Paarung. So wie Öl und Wasser, klar. Wo ist er? Da unten. Weiter neben Max. Wie immer. Alter, wie erwische ich denn nur? Okay, den hab ich mal. Boom. Max, wie erwische ich dich nur, Bro? Wie erwische ich dich nur? Mach das nicht nochmal! Boom, boom, boom. Boom! Nächstes Mal bist du dran! Moment mal! Ups, was war denn das? Wie macht ihr das? Oh, verstehe! Das ist meine Chance! Schier, Bruce, schier. Was zur? Ganz genau, Leute. Was? Ich will ja nicht unken, aber irgendwie schätzt ihr Typen diese Situation völlig falsch ein. Was?
Boom, Alter. Einer ist, glaube ich, mal weg. Nur noch einer übrig. Wie oft haben wir diesen Tanz schon aufgeführt, Adrian? Ein Dutzend Mal? Zwei? Alter. Einmal zu oft. Das hier. Wo ist er? Das war pures Glück. So was wie pures Glück gibt's bei mir nicht. Oh shit! Ich muss zu ihm ran und ihm den Rest geben. Warum? Wo ist er? Halt still! Boom! Electro wurde geerdet. Spider-Man nehme ich an. Wenn du die Stadt wirklich liebst, dann hilf mir, ihr zu zeigen, was für ein Verbrecher Osborn ist. In dem Unschuldige sterben? Genau, das wollte ich auch gerade sagen. Sie sind krank. Sie brauchen Hilfe. Ich habe schon genug Hilfe. Und wir hören erst auf, wenn Norman bestraft wurde. Bleiben noch Rhino, Martin Lee und Scorpion, glaube ich, ja. Ich hasse es, wenn sie sich verbünden. Ich muss durchatmen.